Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen. Ups, ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Was? Warum denn? Was geht ab, werte Kasperschaft? Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer, hey, wann geht's endlich mit der Rudi History weiter? Ja, ich schreibe daran. Eigentlich wollte ich gerade am zweiten Teil weiterschreiben. Da habe ich gesehen, das Herzensprojekt von unserem Lieblings-Ex-YouTuber geht doch endlich weiter. Der Podcast gegen Mobbing, in dem es nicht um ihn geht, sondern um Fälle von wirklich von Mobbing-Betroffenen. Und da ich selbst Mobbing auch blöd finde und es wichtig finde, dagegen die Stimme zu erheben, sehen wir uns das Video zusammen an. Ich hab's noch nicht gesehen, also keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ich weiß nur eins, es wird nicht um Rainer gehen. Hat er ja so angekündigt. Los geht's! Hallo und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge des Podcasts Drache gegen Mobbing. Hallo, Drache. Wir sind jetzt in der Folge 2. Und in dieser geht es darum, ist ein Opfer selbst schuld? Also ich würde sagen, Opfer, nein. Gemobbt wird, dass es unter Mobbing leiden muss. Bevor ich jetzt loslege, die Inspiration für diesen Podcast war ein YouTube-Video mit dem Hashtag Nicht meine Schuld von dem Kanal Reporter. Darin spricht ein Mobbing-Opfer über seine Erfahrungen und es geht auch darum, ob ein Opfer selbst schuld ist. Also da geht es dann um ein echtes Mobbing-Opfer, nehme ich mal an. Das Video verlinke ich euch in meinem Blog, so wie natürlich auch immer noch ein kleiner Bericht auf meinem Blog dafür erscheint für jedes Video. Schaut da gerne mal rein, der Link ist in der Beschreibung. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Thema an, ob ein Opfer selbst schuld ist. Ich denke nicht, dass ein Opfer selbst schuld ist. Im Gegenteil. Der eine oder andere, der unter Mobbing leidet und durch seine eigenen Reaktionen die Täter immer wieder anstachelt, trägt sicher eine kleine Teilschuld. Siehe mich zum Beispiel. Rainer, erstens, es geht nicht um dich. Zweitens, du bist kein Mobbingopfer. Man sollte an dieser Stelle aber nicht vergessen, dass Täter ein Opfer auch nicht entkommen lassen möchten. Sie werden also immer versuchen, Reaktionen hervorzurufen, die dafür sorgen, dass das Mobbing gerechtfertigt wirkt. Was natürlich zusätzlich dafür sorgt, dass es weiter gemobbt werden kann. Es trägt sicher eine Teilschuld, wenn es darauf eingeht. Leider ist es aber auch für ein Opfer in der Situation nicht so einfach, eine Reaktion zu bringen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man über das Thema Mobbing spricht. Mobbing steht und fällt mit den Tätern. Ach so? Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wenn es keine Täter gibt, dann gibt es kein Mobbing? Gewagte These. Ein Täter, wie gesagt, möchte ja sein Opfer mobben. Es möchte ja, dass sein Opfer eben Reaktionen hervorruft, damit halt der Spaß, ich setze Spaß hier mal sehr stark in Anführungszeichen, dass der Spaß daran eben einfach nicht endet für die Täter. Ja, Rainer, warum mobbt ein Mobber eigentlich? Macht er das wirklich, weil er Spaß will oder im Berufsleben, weil er den Job von einer anderen Person will oder weil er sie aus irgendeinem Grund nicht leiten kann? Fang doch vielleicht mal weiter vorne an. Täter. So, weil die Täter sich daran belustigen. Was wir bedenken sollten, ist eigentlich, dass wir Menschen uns ja für intelligenter halten, als zum Beispiel Tiere es sind. Und bei vielen Menschen stimmt das sogar. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man im Tierreich, also wenn ein Tier Schwäche zeigt, dann wird es sehr, sehr schnell von anderen Tieren attackiert. Man kennt das ja, ne? Das Gesetz des Stärkeren. Es ist immer so, dass nur das Stärkste überlebt. Und ein Tier, das schwach ist, so wie auch ein Mensch, der schwach ist, der wird ausselektiert. Das ist ganz normal. Und das ist im Prinzip auch die grundlegende psychologische Grundlage von Mobbing. Die grundlegende Grundlage. Aber wir Menschen halten uns für so überlegen und intelligent. Das ist genau der Punkt, an dem eigentlich alles steht und fällt. Denn wenn wir so überlegen und auch so intelligent sind, dann sollten wir definitiv ein bisschen schlauer sein und das Ganze mal anders angehen. Wir hatten in der letzten Folge ja bereits darüber gesprochen, wo startet Mobbing, also wo fängt es an und wo endet es oder wo kann es enden. Und da sind wir, glaube ich, zum Schluss gekommen, Mobbing beginnt 1 Meter von der Straße oder so, ne?
Mobbing endet ja nicht immer darin, dass man sich umbringt oder dass jemand Suizid begeht, aber Mobbing kann Mobbing endet am Feuerwehrhäuschen. auch darin enden. Das muss man halt einfach ganz klar sagen. Ich werde es trotzdem nochmal ganz kurz aufgreifen. Der Anfang von Mobbing geht meist da los, wo eine Person eine Schwäche zeigt. Eine andere Person, die diese Schwäche erkennt, wird erbarmungslos, nicht jeder natürlich, gerade die Täter werden erbarmungslos auf diese Schwäche losgehen und diese attackieren. Ja, und warum einfach so? Da ist das immer so. Irgendwie, das ist so allgemein ohne eine wirkliche Aussage. Größtenteils mit meist mehreren Leuten. Also es ist meistens nicht nur eine Person. Ach, deswegen nennt man das Mobbing, weil es ein Mob ist. Aha. Meistens fängt es mit einer Person an, andere finden das lustig und gehen auch darauf. Und genau dafür kann ein Opfer nichts. Man hat zum Beispiel jemanden, der einen Korb bekommen hat und irgendwo in der Ecke sitzt und weint. Das ist normalerweise ein steinharter Typ, aber dann, oder auch ein steinhartes Mädel, gibt es ja beides. Dieser steinharte Typ, der den Korb bekommen hat, hat er zufällig einer Mitschülerin einen Brief geschrieben, der dann an der Tafel hing oder so? Könnte das sein? Aber dann zeigt es einmal Schwäche und dann kann es natürlich sehr, sehr schnell sein, dass es nach hinten losgeht. Und dann kriegt das jemand mit und dann erzählt er das hier und da rum. Dann merkt man, die Person wird dadurch noch mehr gekränkt und schon hat man ein Mobbing-Opfer. Das ist meistens der Start des Mobbings. Und das ist das, was ich meine. So, ein Mobbing-Opfer Also Mobbing fängt an, wenn jemand einen Korb bekommen hat. kann in diesem Fall für den Anfang von Mobbing im Normalfall nichts. Es gibt hier und da Ausnahmen. So wie bei allem im Leben, aber im Normalfall für den Anfang von Mobbing kann ein Opfer nichts. Mit Sicherheit werden jetzt einige von euch sagen, ja, pff, dann darf das Opfer halt einfach keine Schwäche zeigen. Hat das irgendjemand gesagt? Also ich nicht. Dann sage ich, pff, ja, könnt ihr dann hergehen und könnt den ganzen Tag eure Gefühle abschalten? Gefühle sind doch nicht Schwäche. Das, was uns zu Menschen macht, sind ja unsere Emotionen. Auch die Empathie ist das, was uns Menschen zu Menschen macht. Wir halten uns immer für so überlegen, wenn wir aber hergehen und zeigen, dass wir keinerlei Empathie besitzen, dann sind wir nicht besser als Tiere. Tiere haben durchaus Empathie. Denn in der Natur, wenn jemand Schwäche zeigt, ein Tier Schwäche zeigt, wird es von den anderen Tieren aus der Gruppe selektiert, also ausselektiert. Ja, auch nicht immer. Guck dir mal Herdentiere an, die beschützen auch Herdenmitglieder, wenn die mal krank sind oder wenn sie älter werden. Und dann frage ich euch, wo sind wir Menschen besser als Tiere, wenn wir sowas zulassen? Die Frage ist hier an dieser Stelle, leben wir wirklich in einer Zivilisation oder nicht? An Mobbing ist nichts Zivilisiertes, nicht im geringsten. Empathie gehört zum Leben. In der Natur spricht man von Recht des Stärkeren. Bei uns ist es dann eben Mobbing. Das macht die Sache aber nicht besser. Es läuft aufs Gleiche hinaus, besser gesagt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle kurz mal ein Beispiel einwerfen. Hoffentlich ist das Beispiel niemand, der in Mittelfranken wohnte. Ich war ja irgendwann mal in der Schule. Tada! Lange ist es her. Damals kam der Begriff Mobbing erst auf. So. Ein Glück, dass es in diesem Podcast überhaupt nicht um Rainer geht. Vorher war es halt so, öh, du hast mich geärgert, bla bla. Jetzt mittlerweile heißt es Mobbing. Früher hat es mal Ärgern geheißen und so weiter. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern ich will. Es heißt eigentlich heute noch ärgern. Außer wenn es wirkliches Mobbing ist, dann heißt es Mobbing. Darauf hinaus. Zu dieser Zeit, wo Mobbing aufgetreten ist, hatten wir öfter mal in der Schule irgendwelche, ich weiß nicht, ob es wirkliche Pädagogen waren oder Pseudo- oder Hobbypädagogen. Jedenfalls, es waren irgendwelche Menschen, die da hergekommen sind und versucht haben, zu den Schülern klarzumachen, wie sich Mobbing verhält. So. Und das ist nämlich genau der Punkt. Man hat eine Übung gemacht zu dieser Zeit. Dabei wurde einer oder mehrere Schüler ausgewählt, die sich einzeln in einen Kreis der anderen Schüler stellen mussten und dann unter kontrollierten Bedingungen gemobbt wurden, beleidigt wurden, angegriffen wurden, vielleicht sogar mal hier und da ein kleiner Knuff. Och, das ist aber gemein. Ist kein Mobbing. Und das wird auch nie Mobbing sein. Mobbing ist etwas, das über Monate, wenn nicht sogar über Jahre oder Jahrzehnte hinweg läuft. Ich glaube, du hast die Übung nicht verstanden. Man wollte den Kindern dabei das Gefühl geben, wie fühlt sich's an, wenn du in einem Kreis stehst, also wenn du quasi aus der Situation nicht rauskommst,
Und alle gehen auf dich los. Bei manchen mehr als bei anderen. Aber wahrscheinlich, wenn es nach ihm geht, hätte man diese Übung dann pro Schüler über Monate oder Jahre fortführen müssen. Und diese kontrollierten Bedingungen, die suggerieren dem Opfer, also es ist ein Täter, der das Opfer spielt, suggerieren dieser Person die falschen Emotionen. Denn ein Täter geht an so eine Situation anders heran wie ein Opfer. Ein Opfer weiß, wie es ist, im Kreis zu stehen. Ein Täter weiß es nicht. Ja, deswegen stellt man ihn doch in den Kreis, oder? Oder wie jetzt, oder was? Außerdem ist ein Täter ja immer jemand, der versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder Aufmerksamkeit zu generieren. Wirklich? Ist das so? Ich dachte, Mobbing gibt's auch, wenn man zum Beispiel jetzt jemanden aus dem Betrieb oder der Abteilung weghaben will, zum Beispiel, weil man seinen Job haben möchte, da will man doch keine Aufmerksamkeit, da will man die Person weghaben. Und das doch nach Möglichkeit auch so, dass es nicht gerade auffällt, dass man selbst derjenige ist, der hergeht und die Scheiße baut. Oder liege ich da jetzt verkehrt? Also ich sehe gerade bei dem Hintergrund dieses Abblenden, wenn das Gift von vorne startet, das macht mich ziemlich matt. Ich brauche da mal ein anderes. Und wenn er jetzt im Mittelpunkt steht, dann denkt er sich natürlich erstmal was ganz anderes, wie ein Opfer, das da steht. Ein Opfer weiß, was für ein Horror und was für ein Grauen es ist. Und der Täter denkt sich, oh, ich stehe im Mittelpunkt, die beleidigen mich zwar gerade alle und schubsen mich, aber hey, ich stehe im Mittelpunkt, das ist toll. Ja, garantiert. Täter weiß das nicht, weil er ja außen vor steht normalerweise. Normalerweise ist ja der, der außerhalb des Kreises steht und in den Kreis reinschaut, der Täter. Und das Opfer, das im Kreis steht und rausschaut. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass ein Opfer, das unter Mobbing leidet, in so einer Übung eigentlich eher bloßgestellt wird. Denn die Leute, die dann auf die Person losgehen, das ist ja alles eine kontrollierte Bedingung. Die Leute, die sehen das ja eher als Spaß so, die haben vielleicht sogar wirklich Spaß, aber derjenige, der in der Mitte des Kreises steht, vor allem wenn das kein richtiges Mobbing-Opfer ist, sondern vielleicht ein Täter oder sogar ein Unbeteiligter, der denkt sich dann halt, naja gut, das ist jetzt halt eine Pflichtübung, die machen wir jetzt halt mit, gerade wenn es in der Schule ist, die machen wir jetzt halt mit und danach ist die Sache wieder gegessen. Dann geht er mit den gleichen Leuten, die ihn vorher verarscht haben, mal eine Cola trinken oder irgendwas. Na, also man geht dann einfach mit den Personen, die einen vorher verarscht haben, weg. So, ein Opfer wird das niemals machen. Ein Opfer wird niemals mit seinen Tätern vergnügt oder ungezwungen unterhalten können. Ja, oder den Tätern dann sagen, los, findet mich, kleine Haterlein. So viel Nummer schon mit dazu. Nun, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, du hattest es erwähnt, dass es in diesem Podcast nicht um dich geht, sondern dass du eigentlich die Erfahrungen von richtigen Mobbingopfern bekannt machen willst. Darauf warten wir bis heute, Rainer. Kann jeden treffen. Also jeder, der jetzt Täter ist, kann im Handumdrehen zum Opfer werden. Es ist eine Kleinigkeit, die den Ausschlag geben kann. Aus dem Mobbing wieder rauszukommen, ist deutlich schwerer als reinzukommen. Reinkommen kann jeder mit Leichtigkeit, rauskommen ist sehr, sehr schwer. Weil wir ja bei der Frage sind, ob ein Opfer selbst schuld ist. Jemand, der angegriffen wird und dann in der Situation ist, dass er gemobbt wird, er kann nichts dafür, dass er im Mobbing landet. Ne? Also der Anfang von Mobbing ist im Normalfall immer so, es passiert einfach. Das weiterführende Mobbing aber kann auch passieren dadurch, dass die Person... Ah, wir sind jetzt schon beim weiterführenden Mobbing. Das ist dann quasi Mobbing für Profis oder wie jetzt? Man versucht sich zu wehren. Jemand versucht aus dem Mobbing rauszukommen. Aber es funktioniert nicht. Die Täter wollen ihr Opfer ja nicht entkommen lassen. Sie werden stattdessen immer versuchen, zu Situationen zu zwingen, was dann den Tätern wieder Munition liefert, um das Opfer anzugreifen. Im Klartext, ein Opfer wird immer wieder aufs Neue attackiert und wird dann wieder mit neuen Aussagen bombardiert, welche Aussagen provozieren und dadurch weiter gemobbt wird. Dadurch sind wir jetzt in der Situation, ist ein Opfer selbst schuld? Ja und nein. Teilweise kann ein Opfer selbst schuld sein. Wenn sich ein Opfer zum Beispiel gegen Mobbing wehrt, kommt es auch sehr, sehr häufig dazu, dass es sich sowohl verbal als auch nonverbal, das heißt mit Worten oder eben auch mit Taten, also sprich mit jemanden beleidigen oder jemanden mit körperlichen Schlägen attackieren oder anderen Dingen körperlich also zu attackieren. Mit einer Duschstange oder mit Rotkohlgläsern meinst du? Oder...
dann ist ein Opfer oftmals selbst schuld, weil es auf diese Art und Weise das Mobbing noch verschlimmert. Wobei man... Meint er das eigentlich ernst, was der da erzählt? Auf der anderen Seite aber auch die zweite Seite sehen muss. Hat ein Opfer die Wahl? Selten bis gar nicht. Ist mein... Also da Mobbing eigentlich was ist, was es nur am Arbeitsplatz gibt, kommt man da natürlich raus, wenn man den Arbeitsplatz wechselt. Was natürlich auch doof ist. Aber was erzählt der da? Manchmal habe ich das Gefühl, es geht ihm nur um sich. Aber ich täusche mich garantiert. Eine Aussage dazu. Ein Opfer hat nicht unbedingt die Wahl, ja oder nein, sondern es ist einfach eine Situation, in die es reingeworfen wird und es muss damit versuchen, klarzukommen. Ich möchte mal kurz zu den Optionen kommen, die ein Opfer hat. Oh ja. Ein Opfer hat natürlich die Möglichkeit, sich verbal zu verteidigen. Verbale Verteidigung ist allerdings deutlich schwerer, denn von einem Täter wird sehr oft natürlich die Aussage, die Formulierung oder auf jede kleine Silbe wird da geachtet, weil man möchte das Opfer ja nicht entkommen lassen. Im Gegenteil, man möchte das Opfer ja festnageln. Die andere Möglichkeit wäre die körperliche Verteidigung. Die körperliche Verteidigung ist allerdings noch gefährlicher als die verbale Verteidigung, denn körperliche Verteidigung kann auch dafür sorgen, dass man jemand anderen verletzt, was man vielleicht gar nicht möchte. Ja, man wollte nur ganz gemütlich seine Hagebuttene sortieren und plötzlich hat jemand ein Schädelhirntrauma. Aber dadurch, dass man sich eben physisch durchsetzt, verletzt man eventuell jemand anderen und dann wird von anderen wieder gesagt, hey, schau mal, der ist total aggressiv, der ist voll assi und der wird dann wieder voll auf die Person losgegangen und dann wird erst recht versucht, die Person anzugreifen. Gab's so einen Fall schon mal? Fällt irgendjemandem spontan ein Beispiel ein? Ihr seht, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ein Täter wird ein Opfer nicht entkommen lassen, ein Opfer möchte entkommen und hat aber kaum Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Verbale Verteidigung wird gerne umgedreht und dafür gesorgt, dass man als Assi hingestellt wird. Und körperliche Verteidigung wird man so hingestellt, dass man ein aggressiver Mensch ist, der andere attackiert und verletzt. Rainer, was ist eigentlich mit weiteren Möglichkeiten? Ihr seht, es ist sehr, sehr schwierig, aus diesem Thema herauszukommen. Rainer, was ist mit weiteren Möglichkeiten, da was zu tun? Fällt dir da nichts anderes ein, als zurückbeleidigen oder drauf zu prügeln? Die abschließende Frage bleibt also... Also nein. Du hast dich ja wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Was wäre denn, wenn das Opfer zum Beispiel versucht, den Spieß umzudrehen? Mobbing ist ja auch häufig, dass man so hinterrücks irgendwelche Sachen über das Opfer erzählt, was natürlich nicht stimmt. Wenn das Opfer das umdreht und dann Gerüchte über den Täter verbreitet... Oder wenn es sich an den Vorgesetzten wendet. Wie gesagt, Mobbing ist ja normalerweise Arbeitsplatz. Rainer, die Möglichkeiten hast du jetzt gar nicht angesprochen. Kann es sein, dass du dich gar nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hast? Wäre das denkbar? So. Ist ein Opfer selbst schuld? Was den Beginn von Mobbing angeht, würde ich sagen, ganz klar nein. Dann hast du ja jetzt den Beweis geliefert, dass du nicht gemobbt wirst. Was das Weiterführende, also das anhaltende Mobbing angeht, würde ich sagen, teilweise ja, teilweise nein. Es ist nicht unbedingt die Schuld des Opfers, dass Mobbing weiterhin oder dauerhaft durchgeführt wird oder das Opfer dauerhaft unter Mobbing leidet, aber es ist dennoch so, dass manche Reaktionen, siehe mich... Rainer, du erinnerst dich. Es geht in diesem Podcast nicht um dich. Durchaus dafür sorgen, dass Mobbing weiterhin geführt wird. Zum allgemeinen Thema Mobbing würde ich sagen, 85%, das ist aber meine eigene Theorie, ne? meine eigene Prozentzahl, es gibt davon keine im Internet. Ja, dann wird es ja stimmen, Rainer. Wir wissen, wie gut du mit Zahlen umgehst und Prozentrechnung. Das ist was... Da bist du meilenweit von entfernt, das auch nur ansatzweise zu kapieren. Habe ich zumindest nichts gefunden. 85% sind die Täter schuld. Daraus ergeht, dass es 15% sind, wo die Opfer schuld sind. Und ich möchte wetten, dafür hast du den Taschenrechner gebraucht. Das ist zumindest meine Meinung.
Ich denke, es liegt wirklich mehr in der Hand der Täter, weil die Täter auch ein Opfer nicht gehen lassen wollen. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Gut, Leute, Drache gegen Mobbing. An unsere Gesellschaft möchte ich noch ein Wort richten. Also an Na, da wird sich die Gesellschaft aber freuen. Alle Menschen. Rainer, die Gesellschaft sind nicht alle Menschen. Das sinnlose Verletzen untereinander. Ja, hört auf, einander anzugreifen aufgrund von Individualität. Jeder Mensch von uns ist besonders. Du, ich, jeder Mensch ist besonders. Ja, und manche sind ganz besonders. Aber man muss deswegen einander nicht attackieren. Toleranz, Akzeptanz und Empathie sind hier ganz, ganz groß geschrieben. Sagt einer, der es nicht toleriert, wenn jemand eine Straße entlang geht. Unsere Politik arbeitet an den Gesetzen von Mobbing. Hilft mir. Und vor allem arbeitet an der Durchsetzung dieser Gesetze. Also, Herr Müller soll schneller kommen und wenn jemand bei mir vorm Haus auf der Straße steht, soll er sofort verhaftet und mindestens für 120 Jahre in den Knast kommen. Ein Opfer wird zum Täter deklariert in Deutschland, weil man sich verteidigt gegen Menschen, die einen Jahre oder sogar Jahrzehnte attackieren. Jetzt hatte ich eben einen kleinen Moment lang wirklich das Gefühl, er redet von sich. Aber es kann ja nicht sein, Rainer, du hast dich ja nicht verteidigt. Du hast irgendwelche Kinder durch den Zaun mit Pfefferspray angesprüht. Und da wird man, wenn man sich einmal gegen diese Menschen wehrt, zum Opfer, vom Opfer zum Täter, was Schwachsinn ist. Man kann jemanden nicht zum Täter deklarieren, weil er sich verteidigt. Rainer, ein Täter ist jemand, der etwas tut und wenn er sich dabei nicht verteidigt, dann ist er natürlich ein Täter. Dennoch passiert das. Ein gutes Beispiel sitzt hier gerade vor dem Mikro und redet mit euch. Rainer, du weißt, es geht nicht um dich, ne? Hast es so angekündigt. Damit wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt. Ja, unglaublich, Rainer. Du, ich habe hier im Kreis gelacht, das glaubst du aber. Sagt, denkt daran, in der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zum Blog. Da ist auch noch ein bisschen mehr Text dabei, den könnt ihr euch durchlesen. Und wer hat den für dich geschrieben? Außerdem sind da Verlinkungen zu dem YouTube-Video, das die Inspiration für dieses Video war. Dieses YouTube-Video, geht's darin wenigstens um Mobbing oder ist das auch so ein Quatsch, wie du jetzt hier verzapfst? Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö tschö. Oh, na, ein Glück, dass es in diesem Podcast nicht um ihn geht. Sonst hätte der uns jetzt die ganze Zeit von seiner Situation eins vorgejammert. Rainer, ich warte ja immer noch darauf, dass die Geschichten der Mobbingopfer, die du hier vorstellen wolltest, dann mal drankommen. Oder hat ja keiner was geschickt? Nee, kann ja nicht sein, oder? Wir holen uns jetzt alle eine Kopfschmerztablette und warten bis morgen, denn morgen geht's weiter. Bis dahin, möge das mit euch sein.